Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, und wie man schon an den wunderschönen Sonnenblumen im Hintergrund erkennen kann, übrigens sind die meine absoluten Lieblingsblumen, sind wir auf Hochinsel. Ich habe zwar gesagt, dass wir uns mit der Hauptstory ja hier wieder einfinden werden, aber ich habe noch eine andere Story vorher zu erledigen. Und zwar möchte ich diesen, nett tätowierten, aber nicht immer gut kämpfenden Basti mal loswerden. Nein, ich meine, Basti ist okay, das ist alles in Ordnung. Mit dem kann man auch so super durchs Spiel gehen, muss ich sagen. Auch gerade so die großen Gegner, die tankt er auch immer super, wenn sie einzeln rumlaufen. Leider nicht, wenn sie... Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, genau. Ich habe es hier nur leuchten sehen, aber ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Da. Meine absolute Lieblingsfreundin hier im Spiel. Funke. Versteht das jetzt bitte nicht falsch, aber ihr seht aus wie jemand, der gut darin ist, Chaos zu beseitigen. Ich hätte da ein ziemlich großes für euch, falls ihr Interesse habt. Ich bezahle euch auch für eure Zeit. Aber ich brauche jemanden mit Talent für knifflige Situationen. Dieses Chaos wird langsam zu einer Krise. Was ist hier los? Ich habe mit einem Zauber experimentiert, während mein Mentor Magister Irin außer Haus war. Aber die Magie ist missglückt. Wenn niemand etwas dagegen tut, wird sie sich noch weiter ausbreiten und unschuldige Leute gefährden. Allein bekomme ich das nicht hin. Ich brauche Hilfe. Wie kann ich helfen? Ich muss einen Gegenzauber entwickeln, aber zuerst müssen die Schutzzauber um den Bereich wiederhergestellt werden. Und zwar von jemand anderem als mir, damit ich die Magie nicht verderbe. Und da kommt ihr ins Spiel. Wie gesagt, ich kann euch für eure Hilfe bezahlen. Ich helfe euch dabei, die Schutzzauber wiederherzustellen. Haltet still. Das werdet ihr brauchen, wenn ihr nicht die nächsten Stunden als Schaf verbringen wollt. Das ist deutlich weniger charmant, als man meint. Und hier, nehmt diese Kristalle. Mit denen stellt ihr die Schutzzauber wieder her. Den ersten findet ihr auf der Wiese gleich auf dem Hügel im Norden. Was bewirken die Schutzzauber normalerweise? Sie dienen hauptsächlich dazu, fehlgeleitete Magie innerhalb von Tor 3 hochzuhalten. Ihr wisst schon, so ein klassischer Zauber mit 3 Schutzpunkten. Leider hat mein Zauber diese Schutzzauber komplett weggefegt. Jetzt schützen sie rein gar nichts mehr. Warum könnt ihr die Schutzzauber nicht selbst wiederherstellen? Der Zauber, den ich schuf, trägt meine magische Signatur, wenn ihr versteht, was ich meine. Bestimmte Arten von Magie können von ihrem Schöpfer beeinflusst werden, ob dieser das nun will oder nicht. Mit Kräften zu hantieren, die bereits auf einen eingestimmt sind, kann unvorhersehbare Folgen haben. Wenn ihr also versuchtet, die Schutzzauber wiederherzustellen, könnte das alles noch schlimmer machen? So ist es. Magie ist mächtig und großartig und so weiter. Zickig, wie Magister Irin so gern sagt. Und da mein Zauber ohnehin schon Chaos in Tor 3 Joch stiftet, möchte ich beim Beheben ungern unnötige Risiken eingehen. Wer seid ihr? Ich heiße Funke. Genau genommen ist das ein Spitzname, aber so nennt man mich eben. Ich bin Magister Irins Lehrling. Manchmal bereut er es wohl, mich aufgenommen zu haben, aber er hat ein großes Herz. Er sah, dass ich keine formelle Ausbildung hatte und er lud mich ein, hier zu lernen. Wo genau ist denn hier? Das hier ist Tor 3 auch. Es gibt einen großen Zauberturm, könnt ihr gar nicht übersehen. Dort lebe ich mit Magister Irin und ein paar weiteren Leuten, die nach dem Rechten sehen und sich um den Turm kümmern. Und alles zusammen ist nun wohl von meinem Zauber betroffen. Ja, und da wir ja doof sind, sagt mir noch einmal, was ich tun soll. Ihr müsst nur die Kristalle, die ich euch gab, auf den 3 Schutzzaubern platzieren. Ein Kinderspiel, glaubt mir. Was werdet ihr tun? Hauptsächlich versuchen, euch alles vom Leib zu halten, was euch fressen will.
Mein fehlgeleiteter Zauber hat offenbar mannigfaltige Wirkung auf die Kreaturen um Tor 3 hoch. Dinge, die einst sanft waren, könnten nun etwas mürrisch sein. Aber mir ist ernsthaft zum ersten Mal jetzt heute der Gedanke gekommen, dass die so, ich weiß es nicht, was es ist. Ist es russisch? Irgend so einen ausländischen Akzent hat Funke. Das hört sich total süß irgendwie an bei ihr. Wo müssen wir jetzt denn geradeaus, ne? Nee, hier. Ich muss mich ein bisschen umstellen. Ich sehe hier gar nichts mehr. Da sind Wölfe. Bin ich doof? Moment. Es ist nicht da, wo Wölfe sind. Hier. Hier. Wieso zeigt ihr mir... Stellt den Wiesenschutzzauber wieder her. Ach so, der ist mich hier die ganze Zeit... Och, Leute, ernsthaft? Wieso macht der nicht die richtige Quest da rein? Oh. Deswegen, ich bin hier total verwirrt. Ich denke, das sieht doch gar nicht so aus wie das, was ich kenne. Ich werde einen... Das wäre der erste Schutzzauber. Stellen wir den nächsten wieder her. Er ist... Ich hätte wirklich besser zuhören sollen, als Magister Irin mir erklärte, wie diese Schutzzauber funktionieren. Genau genommen hätte ich allgemein besser zuhören sollen. Der nächste liegt auf der Lichtung, direkt im Westen. Wird hier wieder alles wie vorher, sobald die Schutzzauber wiederhergestellt sind? Leider nein. Die Schutzzauber halten die instabile Magie lediglich innerhalb von Tor 3 hoch. So kann ich an einem Gegenzauber arbeiten, ohne befürchten zu müssen, dass der ursprüngliche Zauber sich weiter ausbreitet. Woher wusstet ihr überhaupt von den Schutzzaubern? Magister Irin erklärte mir, dass es sie gibt und wozu sie dienen, als er mich als einen Lehrling annahm. Er wollte, dass ich so gut es geht mit Tor 3 auch vertraut bin. Oder zumindest mit den Teilen, die für die Sicherheit sorgen. So, dann setzen wir den nächsten in Stand. Spring bloß nicht rüber. Das zeigt er uns irgendwie hier an. Ja, genau, der war das. Da wäre, ihr seid ein Naturtalent. Ihr hättet Magister Irins Lehrling sein sollen. Nö. Dafür ist es aber jetzt zu spät. Ja, und da haben wir unseren Lieblingsgegner. Ja. So, das ging fertig. Schnell. Bringen wir es schnell hinter uns. Das wären dann alle Schutzzauber. Unterhalten wir uns draußen. Ich muss überlegen, wie es weitergeht. Gefährtenfähigkeit freigeschaltet, schneidende Waffen. Da muss ich doch mal kurz mit Basti sprechen. Wo ist er denn? Kann ich euch bei etwas helfen? Ja. Ich will mal kurz die Gefährtenfähigkeit sehen. Loderner Griff. Schneiden. Ach, das ist das hier. Lädt die eigenen Waffen. Ach, das war das mit den schweren Angriffen. Ja. Wobei eigentlich alles, was er hat, ist schon so sehr, sehr gut eingestellt. Ich weiß, dass größtenteils mein abtrünniger Zauber für die merkwürdigen Dinge verantwortlich ist, die um Tor 3 auch vor sich gehen. Aber mir kommt es fast vor, als würden diese verflixten Partikel gefährlich werden. Die tun mehr, als nur neckische Magie zu wirken. Oh, Fischkekse! Ich muss dieses Rätsel lösen! Warum sind sie gefährlich geworden? Ich bin mir nicht sicher. Die Partikel sind nichts Neues. Die schwirren schon immer in Tor 3 herum. Ich glaube, sie werden von Orten wie diesem angezogen. Aber es war nichts an meinem Zauber, das sie hätte aggressiv machen sollen. Und es sind auch viel mehr hier als sonst. Sollten wir uns um sie kümmern? Ja, ich kann Fallen herstellen, die sie einfangen. Aber ihr Verhalten macht mir nach wie vor Sorgen.
Könntet ihr in den Turm gehen und durch Magister Irins Sachen sehen, während ich an den Fallen arbeite? Vielleicht hat er ja ein Buch mit mehr Informationen über die Partikel. Ich durchsuche mal Magister Irins Sachen im Turm. Seht, ob ihr im Turm etwas über die Partikel findet. Wir treffen uns dort und ich beginne mit den Fallen. Okay. Dann machen wir das doch. So, ich wusste, dass Magister hier war noch ein Buch, genau. Die Reise einer Jägerin 6, Faune, könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen. Dann beeilt euch lieber, denn wenn Magister Irin... Was zum... So gefällt sie mir irgendwie besser. So, das war's. Muss die gerade jetzt noch was sagen, wenn ich hier reingehe? Immer müssen die warten immer erstmal da drauf, bis ich hier irgendwo hingehe, bis ich eine Tür öffne, bis ich jemanden anspreche und dann fangen die plötzlich an zu reden. Das ist so blöd. So. Die Sachen brauchen wir. Mühsal und Triumphe eines Monarchen, Kapitel 10. Könnt ihr euch auch wie immer gerne durchlesen. Einfach kurz auf die Pause-Taste drücken. Und dann funktioniert das. Magister Irins Notizen. Ich bin mir nicht sicher. Ja gut, das ist nicht ganz so viel. Ich sagte Irise, dass ich einen Blick auf die Werke einiger der gelehrten Schüler werfen würde, die das Verzaubern von Holz zum Zwecke des Schiffbaus behandeln. Dieses Forschungsfeld könnte angesichts der Seefahrerkultur des Archipels recht ertragreich sein. Allerdings glaube ich, dass ihr Beharren darauf, ihre Schüler in die Richtung zu drängen und ihre wiederholten Anfragen an mich bezüglich arkaner Behandlungsmethoden von Holz einen tieferen Sinn haben. Ich glaube nicht, dass ihr Interesse etwas damit zu tun hat, dass wir uns in einer Inselgesellschaft mit einer langen Tradition des Schiffbaus befinden oder dass es immer Priorität haben sollte, bessere Schiffe zu bauen. Wahrscheinlich ist es, dass ein Ableger des Hauses Duford sie in diese Richtung manövriert. Mirise ist zwar eine talentierte Magierin, aber zu sehr in Politik verstrickt und sie hat ihre eigenen Ambitionen. Dahinter zu kommen, wie man bessere Schiffe baut, könnte ein immenses, profitables und mächtiges Unternehmen sein. Dass sie der Meinung ist, dass ich ihr zu diesem Zweck einfach Informationen überlasse, wie ein tattriger alter Einsiedler, der in einem Turm vor sich hingackert, zeugt von einem bemerkenswerten Mangel an Verständnis. Okay. Oh, Schätzelein. Oh, das war süß. Die Trauer des Windes. Achso, das ist jetzt nur ein Buch, was uns, glaube ich, nicht weiterbringt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten es auf jeden Fall durchlesen. Aber das gehört nicht zum Text hier. Das davor gehört eigentlich auch nicht so wirklich hier rein. Habt ihr etwas über die Partikel gefunden? Ich bin fertig mit den Fallen. Sobald wir sie aufgestellt haben, sollte das mit den Partikeln erledigt sein. Dann kann ich mich um das Vieh und Huldressa kümmern und später einen Gegenzauber kreieren, um die Sache endgültig ins Reine zu bringen. Habt ihr etwas Nützliches herausgefunden? Ich habe ein Buch gefunden, das einen Windgeist erwähnt, der mit den Partikeln in dieser Gegend zu tun hat. Oh, das habe ich gelesen. Mit dieser Windtrauerfrau, nicht wahr? Was, wenn mein Zauber ihre Ruhe gestört hat und die Partikel deswegen verrückt spielen? Das ist nicht gut. Und außerdem ein Problem für die Funke der Zukunft. Aber konzentrieren wir uns auf eine Sache. Oder, naja, zwei. Und die wären? Die Fallen sind fertig, aber das Vieh und Huldressa sind noch immer ein Problem. Ich möchte einen Weg finden, sie alle in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzubringen, bevor die Illusion noch Schaden anrichtet. Könntet ihr währenddessen die Fallen aufstellen? Wo sollte ich sie aufstellen? Ich markiere euch die Orte, an denen ihr die Fallen platzieren sollt. Ihr findet sie in einem Bündel draußen bei den Werkbänken. In der Zwischenzeit finde ich heraus, wie ich das mit dem Vieh und Huldressa wieder rückgängig machen kann. Dann kann ich mich meinem Gegenzauber widmen. Ich warte auf euch bei den Viehpferchen, wenn ihr fertig seid. Ich stell da mal die Fallen. Viel Glück, ihr findet mich bei den Viehpferchen, wenn ihr fertig seid.
Okay. Ich hätte fast vorgelesen, ich stelle da mal die Fallen her, deswegen. So. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Mhm. Ach, Basti, du wärst nicht so fröhlich, wenn du wüsstest, dass ich dich gleich ersetzen möchte. Gut, ich brauche ein bisschen mehr Übersicht. Einmal da auf der Seite. Hat mich dieses Viech jetzt gerade erschreckt. So, dann. Da rechts ist noch ein Platz. Sammeln wir uns mal eben schnell den blauen Glückling noch ein. Die findet man ja leider nicht so oft. Die violetten sind, glaube ich, noch mal eine Ecke seltener. Ich weiß nicht warum. Ich wollte irgendwie gerade da drunter rollen und dann bin ich natürlich voll gegen die Mauer gelaufen. Manchmal ist es schlimm, wenn man verschiedene Spiele gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber direkt nacheinander spielt. Dann hat man auch andere Spiele im Kopf und möchte Sachen tun, die man in diesen Spielen gar nicht tun kann. Wir müssen in die Richtung gehen. Achso, ja, wir müssen uns mit ihr treffen. Genau, das war's. Gut, dann verwandeln wir euch beide mal wieder zurück in Hühner. Ich wusste, dass es klappt. Nur zu, meine Damen. Da seid ihr ja wieder. Die Fallen haben funktioniert, nicht wahr? Ich habe doch gesagt, ich weiß, was ich tue. Zumindest größtenteils. Und wo wir schon beim Thema sind, ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, dem Vieh wieder seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Und wie? Ich habe etwas hergestellt. Ich weiß, es sieht aus wie ein Löffel. Nun, genau genommen ist es ein Löffel, aber ich habe ihn verzaubert. Und ich nenne ihn den Löffel des Rückgängigmachens. Ich habe ihn gerade an den Hühnern da ausprobiert. Er entfernt die Illusionen perfekt. Warum ist es so wichtig, die Illusionen vom Vieh zu entfernen? Normalerweise wäre mir das egal, aber Illusionen desorientieren und verursachen schlimme Kopfschmerzen. Ich möchte nicht, dass die Tiere leiden müssen, während ich an meinem Gegenzauber arbeite. Oh, und Huldressa. Ich will auch nicht wirklich, dass sie leidet. Wie kann ich euch helfen? Hier, nehmt den Löffel des Rückgängigmachens. Wenn ihr damit das Vieh und Huldressa wieder in Ordnung bringen könnt, gibt mir das die Zeit, endlich an diesem Gegenzauber zu arbeiten. Bis ihr fertig seid, ist mir sicher etwas eingefallen. Dann helfe ich dem Vieh mal mit eurem verzauberten Löffel. Arbeitet ihr inzwischen an eurem Gegenzauber? Sucht einfach nach Leuten, die Tiergeräusche machen. Sicher nicht schwer zu finden. Oh, und sagt ihnen, dass es mir leid tut, wenn ihr sie zurückverwandelt, ja? Was Huldressa angeht, wäre ich dafür, dass sie weiter ein Guar bleibt. Nur ein Spaß. Zumindest teilweise. Ehrlich gesagt wäre ich auch dafür, dass sie ein Guar bleibt. Wie funktioniert der Löffel des Rückgängigmachens? Wenn ihr das sagt, klingt das irgendwie putzig. Das ist eine ganz einfache Umkehrverzauberung. Sie sollte die Magie der Partikel rückgängig machen und die Illusion bannen. Ganz einfaches Zeug, das nicht einmal ich vermasseln kann. Na, hoffen wir es. Meint ihr, die Tiere lassen mich den Löffel des Rückgängigmachens bei ihnen einsetzen? Nun, sie sind nach wie vor Tiere. Kann sein, dass sie weglaufen, aber allzu schwer werden sie es euch nicht machen. Sie sind nicht gerade Genies. Wenn ich ein Schaf wäre und mich jemand in einen Menschen verwandelte, würde ich wohl auf ein Abenteuer ausziehen. Darf ich fragen, was ihr mit eurem experimentellen Zauber überhaupt bewirken wolltet? Ich wollte keine Tiere in Menschen verwandeln, das dürft ihr mir glauben. Ich hatte da so eine Theorie über die Belebung des Unbelebten. Darauf kam ich durch einen der Texte vom Magister Irin. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sperrt er wahrscheinlich deswegen so viele seiner Bücher weg.
Wie wird Magister Irin reagieren, wenn er zurückkommt, bevor wir alles rückgängig gemacht haben? Nun, dieses Szenario würde ich lieber vermeiden. Aber wenn es doch passiert, keine Ahnung. Er ist ein merkwürdiger Kauz. Ich bin zu alt, als dass er mich bestrafen könnte. Und er ist ohnehin kein großer Freund von Zucht und Ordnung. Er wäre wohl vor allem enttäuscht. Und das ist um Welten schlimmer. Ich arbeite im Turm am Gegenzauber. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Okay, machen wir. Schade, diesmal ist nichts hier. Normalerweise ist hier in der Ecke, glaube ich, ein schwerer Sack. Dann schauen wir mal eben, sobald wir das hier abgebaut haben. Ich muss mich nur ein bisschen größer stellen, damit ich die Tiere auch finde, beziehungsweise die Menschen. So, er ist noch da hinten gelaufen. Dir folgen wir mal als erstes. Zack. Brave Kuh. Brave Kuh. Brave Schäfchen. Oh, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Braves Schäfchen. So, jetzt müssen wir noch Odessa finden. Die ist irgendwo hier hinter der Brücke. Die war hier mal irgendwo hinter... Ach, da ist sie. Die muss man leider ein bisschen jagen. Das ist immer ein bisschen doof. So, komm, zack, zack. Ja, würde ich ja, wenn du nicht ständig weglaufen würdest. War ich etwa gerade ein Guar? Daran ist nur Funke schuld. Nö. Also ich sehe keinen Unterschied. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Moment, hier vorne ist der Eingang, ne? Ah, ja, ja. Bin hier. Ich tippe, das war nicht richtig. Udressa ist wieder bezaubert wie eh und je. Es gibt da ein Problem. Mhm, ich hab's gehört. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten Neuigkeiten sind, dass mein Gegenzauber so gut wie bereit ist. Aber ich brauche den Folianten Der Spiegelweg, um ihn fertigzustellen. Ich weiß, dass Magister Irin ein Exemplar besitzt, aber es liegt nicht bei seinen anderen Büchern. Das sind die schlechten Neuigkeiten. Warum sind das die schlechten Neuigkeiten? Wenn der Spiegelweg nicht beim Rest seiner Sachen liegt, ist er wahrscheinlich in seiner arkanen Bibliothek weggesperrt. In der Bibliothek, die zu betreten er mir strikt verboten hat. Der Foliant, den ich benötige, ist garantiert da drin. Ohne ihn kann ich den Gegenzauber nicht fertigstellen. Was sollen wir tun? Magister Irin hat mir schon tausendmal gesagt, dass ich seine Bibliothek nicht betreten darf. Aber das sind besondere Umstände. Wahrscheinlich sind da drin magische Fallen, die mich fernhalten sollen. Also brauche ich eure Hilfe. Beschafft mir das Buch, während ich mich um sie kümmere. Ich werde euch helfen, das Buch zu beschaffen. Sobald wir den Spiegelweg in Magister Irins Bibliothek gefunden haben, kann ich meinen Gegenzauber fertigstellen. Ich hoffe nur, dass der alte Mann einen Witz gemacht hat, als er meinte, er würde die Bibliothek mit etwas Gefährlichem ausstatten, das mich fernhält. Das war definitiv nur ein Witz. Ha, was sonst? Kommt, gehen wir. Auf was für magische Fallen werden wir eurer Meinung nach stoßen? Bin mir nicht sicher. Ich habe das Schloss sofort geknackt, als mir klar wurde, dass er mich da drin nicht will. Seitdem hat er Schutzvorkehrungen getroffen und er sagte, ich dürfe nicht ohne seine Erlaubnis hinein. Höchstwahrscheinlich hat er einen Schutzzauber oder eine Barriere eingerichtet. Ihr musstet nur das Schloss knacken, um seine arkane Bibliothek betreten zu können? Es war nicht so schwierig.
Magier wie Magister Irin denken in sehr magischen Bahnen. Sie versehen jeden Zentimeter eines Ortes mit magischen Verstärkungen und vergessen dann, dass ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein gutes Ohr das alles vereiteln können. Und fairerweise muss ich zugeben, dass ich der Schrecken aller Schlösser bin. Das wäre doch mal ein geiler Titel. Wie wurdet ihr so gut im Schlösserknacken? Musste ich ja werden. Ich bin nicht unbedingt mit einem Silberlöffel im Mund aufgewachsen. Nicht mal mit einem Holzlöffel, ehrlich gesagt. Man wird gut in solchen Dingen, wenn man nicht hungern will. Oder von Wachen oder wütenden Kaufleuten erwischt werden möchte. Mir nach, die Bibliothek ist unten. Ich bin auf dem Weg. Gib mir eine Sekunde, ich knacke das Schloss. Gut, rein und wieder raus, so schnell es geht. Ich spüre nichts. Vielleicht hat der alte Mann ja nur geblufft. Fischkekse. Oder vielleicht auch nicht. Ich warnte euch, Funke. Ja, ich würde sagen... Dieser Zauber zielt auf mich ab. Ich finde einen Weg raus. Konzentriert euch darauf, das Buch zu holen. Ich wollte gerade sagen, ich gehe dann schon mal rein. Hier übrigens der kleine Tipp, wenn ihr euch recht weit außen am Rand aufhaltet, dann wird der Kerl euch nicht angreifen. Der Spiegelweg. Hier drin befinden sich mannigfaltige, verzerrte Beispiele uralter Zauberkunst. Hütet euch, die ihr auf diesen Folianten blickt und bestaunt seine wundersam wirkenden Zauber. Die Zauber des Spiegelwegs weisen einen verworrenen Pfad und führen schon so manch einen übereifrigen Akolyten zu Schaden. Verzweiflung und sogar zum Tode. Gebt Acht. Wenn ihr weiterlesen möchtet, müsst ihr die geheime Zauberformel des Spiegelwegs kennen. So. Ihr habt es. Und jetzt verschwinden wir, bevor ich noch mehr auslöse. Da können wir noch was nehmen. Kann man übrigens auch immer sehr gut sammeln. Und hier ist nochmal Reinheit der Manie. Könnt ihr euch gern durchlesen. Das machen wir jetzt natürlich nicht an dieser Stelle. So, ansonsten gibt es hier eigentlich nichts mehr. Magister Irin wollte mich um jeden Preis hier raushalten, was? Ich bewundere seinen Einsatz. Der alte Mann ist ja doch noch für eine Überraschung gut. Er hatte etwas, das eigens nur auf mich reagiert. Dieser verschrobene alte Bock. Gut, dass ich euch dabei hatte. Ihr habt doch das Buch, nicht wahr? Zeigt hier. Mal. Hier, nehmt es. Lasst mich mal sehen. Nein, nicht das, das wäre übel. Wie wäre es damit? Oh! Da ist es ja! Es heißt, Amahan ist Exis, nicht Gahan Amexis ist. Gut, dass ich nachgesehen habe. Seht ihr, so lernt man dazu. Was soll das überhaupt bedeuten? Zwei unterschiedliche arkane Glyphen. Sie bewirken völlig verschiedene Dinge, wenn man sie niederschreibt oder laut ausspricht. Für meinen Gegenzauber brauche ich die zweite. Jetzt muss ich nur noch den alten Ritualkreis aufsuchen und den Zauber wirken. Ich brauche erneut eure Hilfe. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Der Gegenzauber sollte alles in Tor Dreioch wieder ins Lot bringen. Alles wird wieder so sein wie bei Magister Irins Abreise. Und ich muss mich nicht seiner gerunzelten Stirn stellen. An der Ritualstätte werde ich eure Hilfe brauchen. Für so einen großen Zauber braucht es zwei Leute. Warum könnt ihr euren Gegenzauber nicht hier wirken? Der alte Ritualkreis ist ein Ort der Macht. Und ich werde jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Ich habe vor, die Magie dort zu nutzen, um meinen Gegenzauber zu stärken. Magister Irin hat mir erzählt, wie das geht. Aber wahrscheinlich wollte er nicht, dass ich die Lektion auf diese Weise anwende. Meint ihr, dass der Windrauer Geist wirklich hier ist?
Vielleicht? Alte Geschichten und Mythen fangen immer mit einem wahren Kern an. Die Partikel hier werden offenbar von mehr als nur von meinem Zauber beeinflusst. Ich meine ja nur, ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Das lohnt sich häufig. Was werden wir eurer Meinung nach bei der Ritualstätte finden? Wenn das Glück uns hold ist, dann vielleicht nur ein paar wütende Wildtiere, mit denen wir fertig werden wie gehabt. Oder ein paar der keckeren Partikel. Aber wenn etwas an den alten Erzählungen dran ist, dann könnte da ein echt grummeliger Windgeist warten. Der Ritualkreis ist direkt auf dem Hügel. Wir treffen uns dort. Okay. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken. In die Richtung war das, ne? Genau, hier springen wir nachher runter. Das heißt, wir müssen hier einmal hoch. Ich bin hier. Zuerst müssen wir die Ritualflammen platzieren. Es gibt insgesamt 3. Machen wir. Entzünde die Ritualflammen. Ich kümmere mich um die auf dem Altar. Ja. Wird aber noch nicht aktiviert. Das wird irgendwie erst aktiviert, wenn man hier so in den Kreis reinläuft. So, jetzt aber. Ich möchte den Geist nicht töten. Ich kann ja nichts dafür, beziehungsweise der Geist kann ja nichts dafür, dass er hier ist. Deswegen schleiche ich jetzt hier mal in der Gegend ein bisschen rum. Fast geschafft. Der Zauber wirkt. Folgt mir. Wir sollten sehen können, wie er sich materialisiert. Dann komm. Es kommt was Schönes. Funke. Jeden Moment. Es hat funktioniert. Geschafft. Kehren wir zum Turm zurück. Okay. Ich habe das alles nur gemacht, um ein Feuerwerk zu haben. Eine halbe Stunde Arbeit für ein Feuerwerk. Juhu. Ich weigere mich so zu arbeiten. Ich wurde in einen Gua verwandelt. Einen Gua! Natürlich, Huldressa. Ich verspreche, mich der Sache anzunehmen. Tut das bitte! Huldressa hat mich verpetzt, nicht wahr? Lasst mich zuerst mit eurer Begleiterin sprechen, Funke. Ah, ihr wart also Zeugen der Ereignisse hier. Und soweit ich das verstehe, wart ihr daran beteiligt, ihnen ein Ende zu setzen. Dafür danke ich euch. Aber erlaubt mir, euch ein paar Fragen zu stellen. Was in aller Welt ist hier passiert? Funke hat einen Zauber gewirkt, der gründlich missglückt ist. Was hab ich mir nur dabei gedacht, sie allein zu lassen, wenn auch nur kurz. Funke und Ärger sind alte Bekannte. Ich spüre noch immer die Nachwirkungen dieses missglückten Zaubers, wie ihr es formuliert hattet. Habe ich euch zu verdanken, dass das Problem behoben ist? Funke hatte bereits einen Plan, um das wieder in Ordnung zu bringen, bevor ich ankam. Ich habe ihr nur geholfen. Gut. So anstrengend sie auch sein kann. Sie ist eine wahrlich talentierte Magierin. Mitunter ist sie ungeduldig, aber angesichts ihres Wesens ist das verständlich. Mir war schon immer klar, dass ich vielleicht nicht der beste Lehrer für sie bin. Was meint ihr damit? Ich habe sie aufgenommen, weil ich wusste, dass ich jemand derart Talentiertes und Impulsives nicht sich selbst überlassen konnte. Aber ich habe weder die Zeit noch die Eignung, sie angemessen zu unterrichten. Das ist allein mein Fehler. Könntet ihr bitte mit ihr sprechen? Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich werde mit Funke sprechen. Keine Sorge. Funke bekommt keine Schwierigkeiten. Obgleich es mir missfällt, dass meine Köchin traumatisiert wurde, muss ich doch zugeben, dass alles wieder in Ordnung ist und die Konsequenzen von Funkes Magie nicht schwerwiegend waren. Dennoch muss ich darüber nachdenken, wie es nun weitergeht. Ist Funke eine schwierige Schülerin? Ich wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass Funke nicht lernfähig ist. Ganz im Gegenteil. Sie ist eine talentierte Magierin
Eine der talentiertesten, die ich je gesehen habe. Sie hat sich auf alles gestürzt, was ich sie gelehrt habe, wie eine Flamme auf das Pergament. Aber genau darin liegt das Problem. Inwiefern? Genau wie eine Flamme will Funke alles um sich herum verschlingen. Ihr Wissensdurst kennt keine Grenzen. Das ist für einen Magier eine gute Eigenschaft, aber nicht unbedingt eine, mit der ich umgehen kann. Ich kann eingestehen, dass ich höchst methodisch bin. Vorsichtig. Ich beachte stets die Regeln. Und Funke ist da anders. Ganz genau. Funke braucht jemanden, der mit ihr mithalten kann. Jemanden, der sich Kopf voran ins Abenteuer stürzt, damit sie und ihre Magie an seiner Seite wachsen können. Vielleicht hätte ich in jüngeren Jahren dieser jemand für sie sein können. Aber jetzt nicht mehr. Hey, Freundin, lasst uns sprechen, während Magister Irin sich sammelt. Das hört sich doch alles danach an, als ob wir Funke bitten sollen, mit uns mitzugehen. Ich dachte, Magister Irin würde wütend sein wie ein nasser Drache, aber offenbar ist er amüsiert. Wahrscheinlich wollte er Huldressa immer schon in einen Guar verwandeln. Er will es nur nicht zugeben. Außerdem schadet es sicher nicht, dass wir alles wieder in Ordnung gebracht haben, bevor er zurückgekehrt ist. Meint ihr, er wird euch in euren magischen Studien jetzt mehr abverlangen? Nun, ich habe nachgedacht. Ich bin Magister Irin dankbar, aber herumzusitzen und über Magie zu lesen, scheint mir wenig reizvoll. Diese ganze Sache hat mir nur gezeigt, dass ich hier zu rastlos bin. Ich will Magie wirken und sie nicht nur studieren, auf Abenteuer ziehen, Dinge sehen. Wollt ihr damit sagen, dass ihr Tor Dreijoch verlassen wollt? Ich denke, es ist an der Zeit. Ich habe hier eine gute Ausbildung erhalten, aber ich muss noch immer viel lernen. Für mich sind die besten Lehrmeister Neugier und Erfahrung. Ich lerne am besten aus der Praxis. Also muss ich hinausziehen in die Welt und dort meine Ausbildung fortsetzen. Wie geht es also weiter mit Funke, der Zauberin? Funke, die Zauberin. Das klingt gut. Aber das hat noch Zeit. Nehmt zuerst das hier. Es ist nicht viel, aber ihr habt es euch redlich verdient. Ich finde, wir waren heute ein gutes Gespann. Wenn ihr je eine Zauberin als Rückendeckung braucht, sagt Bescheid. Könnte Spaß machen. Magister Irin, ich danke euch für die Ausbildung und für eure Geduld. Aber für mich ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Die Welt ist ein hervorragender Lehrmeister für jemand mit eurem Talent, Funke. Schreibt mir hin und wieder. Ich sollte mein Bündel packen und mich von Huldressa verabschieden. Ha, nie im Leben. Na gut, dann machen wir jetzt mal was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, gespeichert kann ich die ja noch gar nicht haben, genau. Tasse von Hochinsel. Die Sachen kann ich auch mal eben lernen, wenn ich jetzt schon da drin bin. Die habe ich nämlich alle schon mit der Main gelernt. Nicht friedliche Begleiter, sondern Verbündete hier. Wo ist sie denn? Da, Funke. Doch, ich habe Funke doch schon drin. Was rede ich denn hier von Quatsch? Dann, es tut mir leid, Basti, du warst lange ein treuer Freund. Dann holen wir uns Braucht Funke. Ihr etwas? Und das für mich Wichtigste ist erstmal, dass wir ihr andere Klamotten anziehen. Das ist jetzt so... Obwohl, nee, sie hat sogar noch andere Kleidung. Das hier werde ich dann offline gleich mal rot färben. Das sieht ziemlich gut aus an ihr, wenn das rot ist. Das mache ich auf jeden Fall. Und ja genau, von den anderen Chars hat sie noch alles da drin. Das heißt, wir können sie auf jeden Fall leveln. Sehr, sehr geil. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal. Und ich habe noch den kleinen Hinweis. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Sollte ich die Folgen noch finden, die ich mit meiner Main extra aufgenommen habe?
Also mit der Main von meinem privaten Account. Dann werde ich diese auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch hochladen. Das heißt, ihr könnt dann am Stück die komplette Story von Funke anschauen, also direkt hintereinander. Sollte ich die jetzt nicht auf die Schnelle finden, dann werden wir erstmal mit Hochinsel selber weitermachen. Und ja, da müssen wir die mit der Zeit nochmal machen. Aber ich meine, ich hätte die noch auf dem Rechner. Ich bin mir halt nur nicht mehr hundertprozentig sicher. Eine Sache wollte ich euch allerdings noch kurz zum Ende hin zeigen. Und zwar, wenn ihr hier unten hinguckt, bei Castel Navire, das ist in der Nähe von dem Wegschrein von Castel Navire, da ist der Punkt, wo ihr den zweiten Gefährten hier in der Gegend findet. Und zwar ist das Isobel und lustigerweise steht die jetzt gerade neben mir. Das ist die Dame, die hier ja, mit Schild und Schwert rumläuft. Die ist auch im Original eigentlich mal ein Tank gewesen, beziehungsweise ist im Original ein Tank. Und ja, macht da drin eigentlich einen ganz guten Job. Also bei mir ist sie Heilerin, aber grundsätzlich macht sie da drin einen guten Job. Und ja. Wenn ihr darüber weitere Infos haben wollt, dann schaut doch gerne bei mir auf dem Blog nach. Aber nicht bei Gameplayerin, sondern bei diehungrigenwölfe.wordpress.com. Das ist unser Gildenblog und da haben wir ganz viele Tipps auch unter anderem zu den Gefährten drin. Also wenn ihr da noch Fragen zu habt, wie ihr die am besten levelt, was die so gar nicht mögen, dann seid ihr da auf jeden Fall genau richtig. Und das Schöne ist, bei Funke kann man absolut nichts falsch machen, es sei denn, man geht mit ihr angeln. Das findet sie überhaupt nicht schön. Aber alles andere, ja, findet sie klasse. Mit allen anderen ist sie quasi begeistert. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich will die Folge nicht noch länger in die Länge ziehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir die Funke-Folgen sehen, dann wundert euch nicht, weil dann habe ich das mit dem anderen Char aufgenommen. Ansonsten werde ich natürlich die Quest hier auf Hochinsel wieder mit dem Char wie gewohnt weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.